Atlas, was macht Nadim, was macht ihr da bei den Göttern? Wer sei es tot? Dasselbe frage ich euch, ihr hirnabortierte Ratte. Zieht eure eigene Nummer durch. Erklärt, was das soll, wenn ihr den morgigen Tag noch erleben wollt. Du hast sie hergeholt, damit sie dir die Drecksarbeit abnehmen und hinterher selber dran glauben müssen. Aber sie sind mindestens so gute Diebe wie wir. Dass sie nicht zu Rede gehören, ist noch klar kein Grund, sie gleich draufgehen zu lassen. Fragt die anderen Brüder, sie sagen dasselbe. Sie wohnen bei uns, sie arbeiten mit uns und wenn es mal brenzlig wird, nützen sie mit uns zusammen aus. Sie gehören zu uns und wenn du ihnen was antust, kriegst du es mit uns zu tun. Ihr habt ziemlich viel Eindruck geschunden bei der Gilde, das muss bei euch lassen. Und ich muss sagen, der Pakt mit Ressa war ein großer Fehler. Die Politik verdirbt nicht nur den Charakter, wie man immer wieder feststellen muss, sondern bringt einen förmlich um den Verstand. Aber egal, wir haben sein Geld und was sein Abgeben betrifft, da denken wir uns irgendeine halbwegs überzeugende Geschichte aus. Man muss die angenehm sein sehen. Ihr habt euch einen Platz in der Gilde verdient und den kann euch keiner mehr nehmen. Das ist die Auszeichnung dafür, dass du der Garde entkommen bist. Manchmal rennt man um sein Leben, manchmal sogar noch ein bisschen mehr. Unsere Tür steht dir jederzeit offen. Außer natürlich, wenn gerade Schloss und Riegel davor sind. Was? Gut. So, hast du was Interessantes? Nur ein Stab. Entschuldigt, keine Zeit zum Schwätzen. Also, ihr habt den Halbruaner umgebracht. Nehmt es bitte nicht persönlich, dass ich ihn auf euch gehetzt habe. Er war ein mächtiger Magier und konnte wenig tun, um ihn davon abzuhalten, euch umzubringen. Aber keine Sorge, ihr habt die Macht über die Gilde, wenn ihr imstande seid, einen halbruanischen Magier umzubringen. Können die Mitglieder meiner Gilde sich ein wenig gegen euch ausrichten. Ich entschuldige mich nochmals für den Vorfall. Ich habe es geschafft, für Altos und Ressa seine hawaiische Kontaktperson, die Bestandteil für das Himmelsschiff, zu beschaffen. Leider wollen sie offensichtlich die Angelegenheit so geheim wie möglich halten. Das bedeutet, dass ich als verzichtbar angesehen werde. Wahrscheinlich war das alles von Anfang an geplant. Es scheint mir, eine Eskapade mit Nalin und Red Edge haben mich ja mehr als ein paar Goldmünzen oder Edelsteine angebracht. Da ich mich als einen der Gedewillige nie verwiesen habe, schritt Nalin ein, um meine Haut zu retten, als ich bedroht wurde. Alatos scheint mich ursprünglich angehört zu haben, weil ich verzichtbar war und er wusste, Ressa würde ihn umbringen, der den Auftrag durchführte. Da hat er mich nicht einverstanden und tötete Ressa, bevor ich in Gefahr geraten konnte. Alatos willigte schnell ein, mich zu verschonen, um es nicht mit einer Bande meutender Diebe zu tun zu bekommen. Durch all dies habe ich mir wertvolle Freunde geschaffen. Ja, die sind gar nicht so uninteressant nachher für das Add-on. Ja, beinahe unter meiner Würde. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. So, jetzt verschwinden wir aber erst einmal wieder. Beinahe unter meiner Würde. Mit der Diebesgilde sind wir jetzt erst einmal fertig. Die brauchen wir später im letzten Akt. Nochmal. Deswegen habe ich mich auch mit denen angefreundet. Okay, ich denke mal, meine Uhr sagt, wir schaffen es auf jeden Fall nicht mehr, uns die Anwesen, also das Anwesen von Ragefast und das Anwesen mit den Marodierenden, mit den Wächtern da anzusehen, mit dem Magischen. Aber es reicht auf jeden Fall noch aus, damit wir uns in der Villa von Inter Silberschild umsehen können. Und den Rest haben wir dann eigentlich gemacht. Dann werde ich halt bis zur nächsten Aufnahmesession nochmal alles nacharbeiten müssen. Mal alles machen müssen, um, wie gesagt, Scar wieder hinzubekommen. Dass wir dann in die Kanalisation gehen können. Nichts leichter als das. Und uns da umsehen können. So, wir wollen jetzt in das Haus von Enter Silberschild. Ja, ansonsten haben wir alles. Gehen wir mal kurz durch. Fischer, bla bla bla. Scar hat uns angeheuert. Zombie-Invasion im Minster haben wir. Das mit den Leichen haben wir noch nicht. Das mit dem Teleskop haben wir. Die Warnung über die Nekromantie haben wir beide schon getroffen. Mit dem Dieb haben wir gesprochen. Wir haben die Meuchelmörder getroffen. Die Nekromantie, das haben wir auch noch nicht gemacht. Das mit dem Titanit haben wir gemacht.
Mit Shayla haben wir gesprochen, aber wir waren noch nicht in Kerzenburg, um das Buch zu finden. Den Basilisk haben wir getötet. Das mit dem Schädel haben wir gemacht. Hafenmeister. Wir haben die Handschuhe zurückgebracht. Wir haben den Hafner getroffen. Die Anke-Schuppen haben wir bei dem anderen Typ in Berigost verkauft. Den können wir auch demnächst mal abholen, wenn wir den Umhang stehlen. Wir haben von Jesse erfahren, dass eine Gruppe von Gestaltwandern, das haben wir auch gemacht. Abwasserkanäle, das können wir nicht machen. Engelshautring haben wir abgegeben. Das ist der Fehler, den wir gemacht haben. Wir hätten nicht mit Herzog Eltern reden sollen. Hanna mit der Nymphe, da waren wir noch nicht. Wir haben den Bruder getötet von dem Jäger im Mantelwald. Wir haben dem Sohn den Anhänger gebracht. Wir haben Lotanda geholfen. Wir haben mit dem Seher gesprochen. Wir haben Jago besiegt und der Frau das Buch gebracht. Wir haben uns von der Frau im Wassertempel, von der Amberli-Priesterin, die Schriftrolle zur Gesbereinigung und den Jungen geholt. Wir haben der Bardin das Buch gebracht. Wir haben der Nymphe, die Nymphe haben wir noch nicht gerettet. Wir haben das mit der Katze gemacht. Das mit, Nesta haben wir auch gemacht. Das mit den Zwillingen, mit Gervis und Voltin haben wir auch gemacht. Das mit Berikos, das haben wir noch nicht gemacht, das können wir aber nachholen. Wir haben den Händler getroffen. Das mit dem Jungen haben wir gemacht. Das Gegengift haben wir geholt. Wir haben die Wette abgeschlossen. Betrunkener Name zusammen, der hat uns auch alles gesagt. Und das haben wir ja eh alles jetzt in dem Ding abgeschlossen. Ach ja, den einen Typ im Elfgesang haben wir noch nicht verprügelt. Aber das können wir auch beim nächsten Mal nachholen. Muss ich mir nur merken. Wir wollen jetzt noch kurz bei Rage. Obwohl, ich glaube, wir machen das mit dem Elfgesang jetzt schnell und holen das mit Rage Fast später nach. Weil so kann ich mir besser merken, was ich noch nicht gemacht habe. Also ich habe drei folgende Sachen noch nicht gemacht. Rage Fast Villa. Und das ist übrigens Enter Silberschilds Anwesen, wo ich gerade rein wollte. Das habe ich noch nicht gemacht. Ich war noch nicht in dem Turm von dem Magier, der die Nymphe wollte. Ich war noch nicht im Helmut Umhang. Und ich habe noch nicht dieses eine Haus untersucht, wo die magischen Wächter drin sind. Ja gut, sollte ich mir mal eine Liste schreiben, dass ich die Sachen nicht offscreen mache, wenn ich das jetzt alles nochmal nachholen muss, weil sonst muss ich zu viel nachholen. Das wäre dann auch nervig. Es sind halt blöde Bugs. Elfgesang war hier. Beinahe unter meiner Würde. Hätten wir da nicht von unten auskommen können. Nichts leichter als das. So. Nichts leichter als das. So. Gut. Beinahe unter meiner Würde. Also einmal den Elfgesang, den Typen da zur Rede stellen. Vielleicht haut er auch einfach ab. Sagt, was ihr wollt. Lässt die Frau in Ruhe. Du hast übrigens ein cooles Schild. So. Bürgerlicher. Du bist nur der Schankwirt. Oh, und ich glaube, der ist eins oben. Der ja. Das ist nämlich der launische Pöbler, der uns immer die Fresse einschlagen will. So, einmal nach da oben, bitte. Gut. Genau, der da. Hey, Kollege! Kann ich euch helfen, Freund? Wenn ich verschwindest, jetzt bin ich habe gerade meinen Spaß und dass sie sich hier unbedingt stören. Ich bin gekommen, um euch zu binden, eine gemeinsame Freundin nicht weiter zu belästigen. Eine gemeinsame Freundin, Ariana, sie hat euch angehört, damit ihr zu mir kommt und mit mir redet.
Für ein Plöschchen seid ihr mir aber ein wenig zu sehr bewaffnet. Lasst mich raten, ihr solltet mich töten, aber ihr möchtet lieber eine friedliche Lösung. Euch wäre es lieber, wenn diese Sache die Beweis spendet werden könnte und ihr euer Gewissen dem Ärger erspart, jemanden wegen eines kleinen Techtelmechtels im Unterkeller getötet zu haben. Ich werde euch von diesem Dilemma befreien und zuerst losschlagen. Euer Leben liegt in meiner Hand. Okay, Kumpel, tut uns leid. Du hast ein Bastardschwert. Also ja, es kann nachher sein, dass ich sich mit dem Gold und mit den Erfahrungspunkten ein bisschen... Bastardschwert plus 1, das konnte sie nicht so einfach identifizieren. Dass es sich mit den... Beinahe unter meiner Würde. Erfahrungspunkten und mit dem Gold ein bisschen anders hält. Wenn wir zufällig, wenn ich nämlich aus Versehen etwas mehr oder weniger Gold einsacke oder Gegenstände. So, wir haben uns dem entledigt. Ihr benötigt etwas, Fremde? Nein, wir benötigen nichts. Jetzt können wir diese Quest zu einem Abschluss bringen. Und dann habe ich wie gesagt nur noch diese offenen Stellen. Aber das mache ich dann beim nächsten Mal, sobald ich das mit Scar behoben habe. Und wir sind falsch. Wir müssen in die obere Ebene. Nichts leichter. So. Gut. Und so. Nichts leichter als das. Da rein. Da können wir eigentlich Talisa alleine schicken. Unter meiner Würde. Wir haben es ja diplomatisch versucht, aber er wollte nicht. Also ist er jetzt tot. Gut. Und die war gar nicht in der erröteten Nixe, die war in dem bei den Fässern. Ups. Nichts leichter als das. Okay. Ja, gut. Das war hier drüben. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Khalid. Gib Talisa einfach mal diese Schuhe. Was? Damit ist sie etwas schneller. Unter meiner Würde. Ja, jetzt kann sie wenigstens rennen. Gut. So. Beinahe unter meiner Würde. Noch als höher. Beinahe unter meiner Würde. Oh, die Edelfrau suchen. Nicht zu fassen. Ihr habt diese getan, ist er. Der Narr ist tot, gnädige Frau, er wird euch nicht mehr belästigen. Oh, das ist wundervoll, einfach toll. Da muss ich euch nur für euren Aufwand entschädigen. Das glaube ich nicht. Ich werde eure 500 Goldmünzen, doch verlange ich jeden zweiten Tag weitere, bis ich euch leid bin. Nein, ich danke euch, keine Ursache. Für wahr, hier ist euer Geld, unser Handel ist abgeschlossen, also zieht euch bitte so schnell wie möglich zurück. Es wäre wohl kaum gut für mich, in Begleitung eines bekannten Mörders gesehen zu werden. Nicht zu fassen. Naja. Nahe unter meiner Würde. Hallo? Die hat's mit der Finanzen. Beinahe unter meiner Würde. So. Und dann will ich hier raus. Nichts leichter als das. Zurück zu meiner Truppe. Kriegst du deine Schuhe wieder? Khalid nimmt die Schuhe. Wir haben wieder ein bisschen was zu verkaufen. Du hast viel zu viel Zeug. Und der Rest auch irgendwie. Eure Dienerin. Ach, du kannst mal kurz immerhin heilen. Vor dem Diebstahl. So gut wie erledigt. So. Gut, das heißt, wir speichern hier erstmal wieder. LP 031 2. So. Und dann sehen wir uns gleich wieder.